freue mich sehr, dass ich an dieser Stelle ein erstes Highlight des Tages ankündigen darf. Und zwar unsere diesjährige Keynote-Speakerin. Bin sehr froh, dass es uns gelungen ist, Frau Dr. Birgit Schirbar zu uns nach St. Pölten einzuladen. Sie kommt von der Technischen Hochschule in Köln, ist dort Leiterin des Teams Hochschuldidaktik im Zentrum für Lehrentwicklung, ist auch international langjährig eine sehr gefragte Speakerin und Workshopleiterin, immer mal wieder auch in Österreich angefragt von unterschiedlichen Universitäten und Hochschulen, hat auch einen Schwerpunkt im Bereich Curriculum und Programmentwicklung, was auch auf einer Ebene, wo wir uns hier an der FH St. Pölten ja auch stetig weiterentwickeln wollen, natürlich ein wesentliches Thema und eine wesentliche Expertise ist. Von der Keynote weiß ich, dass 5 grundlegende Thesen zu Assessment und Prüfen im Mittelpunkt stehen werden, mit dem sozusagen der Themenaufriss hier mal passieren wird. Und ich denke, das sind alles miteinander, werden wir dann gleich sehen, sehr wesentliche Fragen, die uns auch durch den gesamten Tag begleiten werden. Damit auch schon genug der Vorrede und des auf die Folter Spannens. Ja, ich darf an der Stelle Frau Dr. Schirbar auf die Bühne bitten und freue mich schon sehr auf die Keynote. Herzlichen Dank, Herr Dr. Weißenberg, für die freundliche Begrüßung und ich habe mich sehr gefreut, eingeladen zu werden hier bei Ihnen. Sie haben recht, dass ich einige Male schon in Österreich war und es ist mir immer wieder eine Freude. Also es ist für mich immer auch eine besondere Interaktion. Mein Vortrag heißt Unhintergehbar, dosiert, orientierend und das ist die Kurzform für unhintergehbare Anforderungen, dosierte Überforderung und orientierende Sicherheit. Und das sind so gewichtige Wörter, dass ich das einfach mal für den Titel abgekürzt habe. Das Ganze wird sich dann im Vortrag erschließen. Ich habe mitgebracht Themen. Die Frage, wird gelernt, was geprüft wird? Das war natürlich ein Auftrag für mich, dass ich auf den Titel der Tagung eingehe. Ich spreche dann über Transparenz und Unhintergehbarkeit von Learning Outcomes und plädiere dafür, dass Prüfungsgegenstände sich an den Anforderungen der Gesellschaft orientieren. Das mag selbstverständlich sein, oft zeigt es sich in Prüfungen nicht und besonders die Studierenden erkennen es nicht, dass Anforderungen der Gesellschaft an sie als spätere Absolventen in den Prüfungen gegeben sind. Dann wird es etwas philosophisch. Ich möchte Ihnen vorstellen, wie man die internen Güter der Fächer erschließt. Das heißt, das, was die Fächer tatsächlich für die Gesellschaft, für die Verbesserung der gesellschaftlichen Praxis leisten können. Und dass Studierende authentisch erleben sollten, wofür sie später gebraucht werden. Da möchte ich über komplexe Lernformen sprechen. Das hatten Sie im letzten Jahr auf Ihrem Tag der Lehre. Problem-Based Learning, forschendes Lernen etc., das passt dann wunderbar. Es geht dann aber auch nochmal um den doppelten Faktor Mensch. Die Studierenden bangen, erwarten, hoffen, engagieren sich auch, lernen 3 Tage lang für die Prüfung, wie man jetzt hier gerade sehen konnte, und dann klappt es doch nicht. Und die Lehrenden denken sich, die möchten immer nur auswendig lernen, sie bereiten sich nicht vor, sie sind unmotiviert. Das nenne ich den doppelten Faktor Mensch, dass man da aneinander vorbei hofft und erwartet und plädiere dann für eine bestimmte Struktur und Qualität von Prüfungskonstruktionen. Zum Schluss werde ich nochmal auf das Thema eingehen, wie die Beziehung zwischen Ungleichen, also den mächtigen Lehrenden, die Lizenz zum Prüfen und Selektieren haben, und den Studierenden, die das entgegennehmen müssen. Sie hätten dann noch die Chance zu klagen, aber das ist auch anstrengend, wie die Beziehungsgestaltung zwischen Relevanz, Überforderung und Sicherheit gestaltet werden kann. Das also ist die Agenda, die ich mitgebracht habe und ich möchte noch mal starten mit dieser Folie, die Sie auch verwendet haben, um auf die Tagung aufmerksam zu machen.
eine Karikatur von Daniel Al-Kabani, die geht mittlerweile, glaube ich, um die Welt und möchte entlang dieses pointierten Bildes nochmal über Prüfung sprechen. Prüfung mit Rechtsfolgen sind Knotenpunkte, sind Türöffner für neue Erkenntnisse und für Wirksamkeitserfahrungen. Sie steuern studentische Lernprozesse und sie geben deshalb auch Orientierung, wo es hingehen soll. Sie vermitteln Kriterien wissenschaftlichen Arbeitens, sie bestimmen über die Sinnhaftigkeit von Curricula. Und was daran interessant ist, Prüfungen bestimmen auch die Kommunikation zwischen Lehrenden und Studierenden in hohem Maße. Wir haben bei uns an der TH Köln eine Studie durchgeführt, in welcher Weise und zu welchen Anlässen Studierende ihre Lehrenden aufsuchen, um mit ihnen zu sprechen. Und jetzt raten Sie mal, das war zu 90% das Thema Prüfung. Entweder wird gefragt, warum habe ich nur eine 3? Oder warum haben Sie das vorher nicht gesagt, dass das in der Prüfung vorkommt? Und so weiter und so weiter. Gleichzeitig legen Prüfungen auch eine gewisse Schwere über die Interaktion zwischen Lehrenden und Studierenden, weil es das Machtgefälle gibt. Ich habe das gerade schon angedeutet. Es gibt die Lizenz zum Prüfen. Und diese Lizenz kommt auch von der Gesellschaft und wird den Lehrenden sozusagen als Handwerkszeug mitgegeben. Die Gesellschaft sagt also, such uns die Besten aus. Und dafür muss man diese unangenehme Lizenz auch anwenden. Ärzte haben die Lizenz, Gliedmaßen zu amputieren. Das ist nicht zum Vergnügen der Patienten, aber es ist wichtig und es muss sein. Und seit der Einführung der Prüfung in der Hochschule in den 1960er Jahren hat darunter auch immer die Interaktion der Lehrenden und Studierenden gelitten. Wenn es dann zu anonymen Massenveranstaltungen kommt und der Kontakt zwischen Lehrenden und Studierenden noch weiter abbricht, dann wird diese Interaktion noch weiter beschwert. Das Gefühl oder der Fakt, man weiß es nicht, der Ungerechtigkeit durch intransparente oder nicht reliable Bewertungskriterien begleitet viele Studierende durch ihr gesamtes Studium. Und das ist eigentlich schade. Woher kommt dieses vielleicht Missverständnis, vielleicht auch diese ungeklärte Lage? Vielleicht ist nicht klar, was eine Prüfung eigentlich ist und was sie genau kann und leisten soll. Prüfungen zeigen im Idealfall didaktische Konsequenzen für Inhalte, Kommunikation, Semesterplan, Arbeitsaufträge und die für die Leistungsbewertung auf. Sie steuern im Idealfall von Semesterbeginn an, worauf Studierende ihre Energie richten. Und sie bilden den Knotenpunkt zwischen den Erwartungen der Lehrenden, den Hoffnungen der Studierenden, dem Bildungsauftrag der Hochschule und auch den Anforderungen der Berufspraxis. Das heißt, Prüfungen sind an der Hochschule die harte Währung. Meine erste These, die ich hier anführen möchte, ist die folgende. Und wir können das immer abgleichen mit der Assessment-Karikatur. Gelernt wird, was geprüft wird, wenn Prüfungen unhintergehbare und transparente Anforderungen zum Gegenstand haben. Schauen wir mal auf diese Lehrperson. Gleichen wir das Versprechen im Bild mal ab. Werden hier transparente Anforderungen genannt? Was meinen Sie? Können Sie das lesen? Ich lese es Ihnen nochmal vor. Wenn ihr das verstanden habt, was ich im Folgenden erkläre, dann könnt ihr fliegen, euch unsichtbar machen, Krebs durch Handauflegen heilen und jede Person verführen, die ihr möchtet. Ist das eine transparente Anforderung? Sondern? Eine Vision? Ein wildes Versprechen. Das intendierte Lernergebnis ist nicht klar. Wir wissen nicht, was diese Lehrperson eigentlich tatsächlich erreichen will und wir wissen auch nicht, wofür das Krebsheilen durch Handauflegen und jede Person verführen, die man möchte, was das sozusagen mit einem wissenschaftlichen Fach, mit einer Disziplin zu tun hat. Deswegen möchte ich hier nochmal
aufhören, was intendierte Lernergebnisse eigentlich tatsächlich beschreiben sollten, nämlich Kompetenzbestandteile bzw. Kompetenzen, die Studierende nach einer Lehrveranstaltung entwickelt haben werden. Damit ihnen die Erwartungen transparent werden, enthalten Lernergebnisse drei wesentliche Informationen. Was ist zu tun in der Prüfung? Es muss also eine Handlung genannt werden. Womit ist etwas zu tun? Also welches Theoriewissen, welche Regelwerke, welche Gesetze? In den verschiedenen Fächern gibt es da unterschiedliche Dinge, die dazu führen, dass eine Handlung eine wissenschaftlich aufbereitete Handlung wird. Und wozu ist das wichtig? Also welche Anforderung steht eigentlich als Horizont da? Wo soll es hinführen? Was soll der Prüfling, wenn er das bestanden hat und dann später Absolvent oder Absolventin ist, in welchen Anforderungskontext soll er eintauchen? Und zwar als kompetentes Mitglied. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht. Eins kommt aus der Werkstofftechnik. Das hat ein Professor bei uns an der TH Köln formuliert, nachdem er mehrere Jahre in einer Erstsemestervorlesung Werkstofftechnik, Einführung heißen diese Vorlesungen ja gerne, mit 120 Studierenden verzweifelt war über eine Durchfallquote von knapp 50%. Und er war auch etwas traurig darüber, dass er diese Studierenden nicht in Interaktion bringen konnte. Also weder in eine intensive Auseinandersetzung mit dem Stoff der Vorlesung, noch mit ihm oder untereinander. Und er hat dann seine Inhalte geclustert, er hat sie systematisch nochmal in Beziehung zueinander gebracht, hat dabei festgestellt, dass er vorher relativ unsortiert alles Wissen dargeboten hat, was es zur Werkstofftechnik gibt. Und hat im Rollentausch mit seinen Studierenden dann festgestellt, das kann man ja gar nicht, noch nicht mal verstehen, geschweige denn das Anwenden. Und dann ist er in dieser Formulierungsstruktur, was, womit, wozu, dazu übergegangen, den Studierenden Erstsemestern zu sagen, sie können nach dieser Veranstaltung Werkstoffe für spezifische technische Anwendungen in der Gebäudeausrüstung auswählen. Das heißt, die Handlung ist, Werkstoffe auswählen. Das hört sich kompakt und machbar an. Was müssen die Studierenden dazu nutzen? Wann wird es eine kompetente Handlung? Sie müssen berücksichtigen verschiedene Materialeigenschaften, Gewerke, Regelwerke, Vorschriften, Gesetze. Sie müssen beachten, welcher Gebäudetypus ist das, und sie sollen Wirtschaftlichkeit, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung mit berücksichtigen. Unter anderem sollen sie bei der Werkstoffauswahl darauf achten, dass die Werkstoffe nicht durch Kinderarbeit produziert wurden. Dann sagt er noch, wozu das Ganze dient. Also er gibt den Studierenden da an dieser Stelle ein Versprechen. Das wäre jetzt das Handauflegen und Leute verführen, nur eben fachlich eingebettet. Das ermöglicht den Studierenden die berufsspezifische, komplexe Gestaltung und Projektierung und die nachhaltige Planung zum Thema Green Building. Wichtig ist hier, dass es einen empirisch beobachtbaren Einsatz dieser zentralen Elemente im Womit gibt. Die Prüfung muss gewährleisten, dass die Handlung der Studierenden mit diesen Womit, also mit diesen einzusetzenden Werkzeugen, beobachtbar ist. Das kann schriftlich passieren, das kann durch eine Präsentation passieren, das kann durch verschiedene Auseinandersetzungen passieren. Wichtig ist, dass der Prüfer beobachten kann, in welcher Ausprägung die Prüflinge diese Womit genutzt haben. Und ich habe Ihnen noch ein weiteres Beispiel mitgebracht, und zwar aus der Religionspädagogik. Was ganz anderes. Das sieht auch ein bisschen anders aus. Das Modul heißt Analyse von religiösen Denk- und Handlungsmustern, und das Learning Outcome, also das Lernergebnis, heißt hier, die Studierenden können den Leistungs- und Lernstand von Kindern und Jugendlichen in ihren religiösen Lernprozessen durch Niveaustufenmodelle, Bearbeitungsstrukturen und Metastrukturen diagnostisch erheben. Hier sehen wir mal durch die Farben, dass Niveaustufenmodelle und Bearbeitungsstrukturen womit Elemente sind, nämlich theoretische Modelle, Sie sehen das in pink, das diagnostische Erheben in blau eine Fertigkeit ist, das wäre eine Anwendung,
Und dann sollen die Studierenden noch mit Hilfe verschiedener Theorien aus einer Beraterrolle heraus, das hat er als Einstellung, als Kompetenzbestandteil markiert, in Gelb. Das heißt, man braucht eine Haltung. Man muss nicht nur was wissen und was machen, sondern man muss auch mit einer Haltung da herangehen, die einen reguliert, aus einem professionellen Verständnis heraus. Und dann werden Lernimpulse gestaltet und das sind in Grün Fähigkeiten. Das wäre nach Bloom in einer Taxonomiestufe gesehen die 4. Ich habe Ihnen das Bloom'sche Modell, auch wenn Sie das rauf und runter kennen, nochmal mitgebracht und zwar als integriertes Stufenmodell. Man kennt es sonst als Treppe. Ich habe das so dargestellt, weil alle niedrigeren Taxonomiestufen in die höheren eingebettet sind. Reproduzieren sind Kennen, Erinnern, Verstehen. Das sind sehr niedrige Taxonomiestufen, die zusammengefasst Reproduzieren bedeuten. Und das Reproduzieren, das darf im Sinne dieser Art und Weise des Denkens über Learning Outcomes und Prüfungen als Übung und Training im Semester vorkommen, aber es darf nicht sozusagen das Learning Outcome im Was sein, dass die Studierenden etwas erinnern und es verstanden haben und dann ist es sozusagen eine Hochschulprüfung. Also das Plädoyer lautet hier, dass Hochschulprüfungen in den ersten Semestern mindestens auf dem Reorganisieren anfangen, das heißt in den roten Taxonomiestufen anwenden, analysieren und dann weitergehen in Evaluieren erschaffen, also in Rekonstruieren, weil erst dann können sie Handlungen erkennen. Und die Handlung ist das zentrale Element einer Prüfung. Wie hat der Werkstofftechnik-Professor die Prüfung ausgewertet? Er hat ein Niveaustufenmodell erstellt. Das ist jetzt mal ein grobes Modell eines Niveaustufenmodells. Sie haben sich entschieden für eine Taxonomiestufe, bei Ihnen war das die 3, anwenden. Und dann hat er gesagt, diese Handlung auf Taxonomiestufe 3, also das Anwenden, man muss etwas anwenden, das Auswählen ist eine Anwendung, kann in verschiedenen Ausprägungen geschehen. Er hat sich dann vorgestellt, was wäre der Traumstudent, also was würde ich von dem sehen können, was könnte ich bei dem beobachten. Das hat er als Maximalstandard empirisch nachvollziehbar geschrieben. Der Student tut dies und jenes, ich zeige Ihnen das gleich noch. Zusammengefasst hat der Superprüfling alle Gegenstände eingesetzt und systematisch in Beziehung gesetzt. Also die Gesetze, die Regelwerke und so weiter. Er hat auch auf die Nachhaltigkeit etc. geachtet. Dann gibt es die durchschnittlichen Leistungen. Da werden Regelwerke und Werkstoffwahl zusammenhängend angewendet, aber nur ansatzweise differenziert. Auch das wird dann konkret beschrieben. Und der Minimalstandard, das ist der Standard, der noch zum Bestehen führt mit einer 4, bei dem man darüber nachdenkt, okay, das ist jetzt keine super Leistung, aber dieser Student ist im ersten Semester. Er hat Regelwerke und Werkstoffe ansatzweise angewendet und er hat noch eine gewisse Zeit, um das auszubauen. Ich kann es verantworten, dass der ins zweite Semester kommt. Ausführlich sieht dieses Niveaustufenmodell so aus. Sie sehen auf der linken Spalte Regelwerke, Werkstoffe und Eigenschaften, Wasserqualität, Hygiene, Nachhaltigkeit, Wirtschaftlichkeit und so weiter. Da sehen Sie die zentralen Werkzeuge, die womit. Und Sie sehen dann in den grauen Spalten, was genau die Handlung ist. Der Prüfling verwendet die Trinkwasserverordnung und die Regeln der Trinkwasserinstallation. Außerdem ist beobachtbar die Werkstoffauswahl auf Basis der Kenntnisse aller Werkstoffe und deren Eigenschaften. Und man kann erkennen, dass die Werkstoffauswahl in Abhängigkeit der Wasserqualität, lokaler Besonderheiten und Hygiene geschehen ist. Und es wurde auch noch abgewägt Vor- und Nachteile in Bezug auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit und das Ganze in einem systematischen Vorgehen. So, da hat er gesagt, so gut sind meine Erstsemester nicht, das ist unrealistisch. Das wäre eine Überforderung. Deswegen hat er auf diesem Maximalstandard keine Note vergeben, sondern die 1 kriegte man in einem Standard darunter. Also Sie sehen hier in der Mitte weitere Niveaustufe, Noten 1 bis 1,3. Die wird dann auch noch ausformuliert. Dann geht es weiter mit 1,7 bis 2,3. Da sehen Sie, hier gibt es nicht das Und, sondern ein Oder.
Das heißt, derjenige, der eine 1 bekommt, kann das oder das machen, muss aber auch systematisch vorgehen. Und wenn man noch bestehen will, muss man nur Regeln der Trinkwasserinstallation verwenden und die Werkstoffauswahl intuitiv oder aufgrund von praktischen Erfahrungen durchführen. Dann gibt es noch eine 4. Weshalb ich Ihnen das so ausführlich erkläre, dieses Niveaustufenmodell ist ein Transparenzelement bei Prüfungen. Und die Transparenz ist ja das, was Studierende fast immer beklagen. Es gibt jetzt auch bei uns im Hochschulgesetz eine Änderung, dass allen Studierenden durch und durch transparent gemacht werden muss, warum sie eine bestimmte Note bekommen haben. Das muss nachvollziehbar sein. Und dieses Niveaustufenmodell wird eigentlich vor Beginn des Moduls formuliert und dann den Studierenden zum Auftakt des Semesters gezeigt. Das heißt, die Transparenz beginnt von Semesterbeginn an und Studierende können sich jetzt entscheiden, okay, diese Werkstofftechnik interessiert mich eigentlich nicht, ich will aber natürlich weiterkommen. Das ist jetzt so ein etwas unangenehmerer Fleck in meinem Studium, ich stehe auf andere Fächer. Aber gut, ich will da Energie reinstecken und sagen wir mal eine 2,7 haben. Und dann kann er sich entlang dieser empirisch nachvollziehbaren Handlungen aussuchen, in welche Richtung er sich lernmäßig engagieren will. Insofern eine wirklich hilfreiche Arbeit. Das macht ein bisschen Mühe am Anfang, aber wenn man das dann einmal eingeführt hat, dass man seine Prüfungsauswertungsmethode darlegt den Studierenden, dann weiß auch jeder im Semester, wo es lang gehen kann. So, wir hatten bisher die These, gelernt wird, was geprüft wird, wenn unhintergehbare Anforderungen, die hier herausgucken, gestellt werden. Und meine zweite These ist darauf, gelernt wird, was geprüft wird, wenn Prüfungsgegenstände sich aus den Anforderungen der Gesellschaft an die hochschulischen Fächer ergeben. Diese Gegenstände, die sich aus den Anforderungen der Gesellschaft an die hochschulischen Fächer ergeben. Was glauben Sie, was das so zum Beispiel im Fach Mathematik ist? Angewandte Mathematik. Was ist sozusagen die Anforderung der Gesellschaft an ein solches Fach? Ist jemand Mathematikdozent oder Dozentin? Gibt es hier Mathematiker? Haben Sie welche? Ja. Also ich bin keine Mathematikerin, ja. Aber ich denke mir, praxisrelevant oder alltagsrelevant wären Steuern zum Beispiel. Ja, also zum Beispiel, jetzt, wenn man sich unsere aktuelle Gesellschaft anschaut, die eben noch immer eine Konsumgesellschaft ist, könnte es interessant sein, dass ich eben letztendlich einen Steuerausgleich zum Beispiel selbstständig machen kann und somit eben durch die Mathematik mitunter vielleicht Dinge lerne, die ich im Konsum, im Einkauf brauche oder in weiterer Konsequenz eben, wenn es um Steuern geht. Also Mathematik lernen, um sich selbst beim Konsum zu steuern oder zu verstehen, warum Konsum sich so heutzutage gesellschaftlich ausprägt und eventuell in eine ungünstige Richtung geht. Oder sogar in weiterer Konsequenz, wie setze ich einen Preis zusammen und vielleicht auch da wieder, wenn man sich wieder anschaut, die Skala, aber in letzter Konsequenz vielleicht dadurch auch die Fähigkeit erlangen, eine kritische Haltung annehmen zu können. Also in der Lage zu sein, wie setze ich einen Preis zusammen, wo lege ich meinen Schwerpunkt und wie konsumiere ich dementsprechend in weiterer Folge. Ja, haben Sie die Kollegin gehört? Ich sage es ganz gern nochmal. Mathematik kann dabei helfen, dass man Preiszusammensetzungen kritisch hinterfragt und versteht, weshalb man selbst seinen eigenen Konsum gegebenenfalls ändern sollte. Habe ich das richtig interpretiert? Ja, was gibt es denn für andere Beispiele? Was tun Sie denn für die Verbesserung der gesellschaftlichen Praxis mit Ihren Fächern? Das ist jetzt eine Hammerfrage, ne? Aber ich finde, das tun Sie doch aber auch. Es ist manchmal so, dass die Studierenden das nicht so richtig erkennen und dass die sagen, boah, warum muss ich denn jetzt schon wieder dieses Zeug lernen? Dieser Konnex, die Sinnhaftigkeit der Mathematik mit dem täglichen Leben, das ist, glaube ich, auch etwas, was für Prüfungen tatsächlich viel tut. Ich hätte so gerne noch ein anderes Beispiel aus Ihrem Kreis. Ja, bitte? Ich kann ein Beispiel aus meinem Bereich geben, das ist das Fach Unternehmensform und Entrepreneurship, also sprich, die Studierenden schaffen ihren eigenen Arbeitsplatz und gleichzeitig dann generieren sie für andere Arbeitsplätze für weitere Personen. Ja, Entrepreneurship, also man generiert sich selbst einen Arbeitsplatz und auch anderen. Ja?
Ich komme aus dem Studiengang Public Management. Ja. Also bei uns sind an sich die meisten Fächer so, dass die Studierenden sehr gut sehen können, was, inwiefern sie relevant sind für sie. Weil jetzt im neuen Curriculum haben wir Statistik mit hineingenommen, weil ganz deutlich ist, auch wenn wir nicht ein Statistikstudium machen können, muss es möglich sein, für die angehenden Public Managerinnen eine Statistik lesen zu können und zu verstehen, wie komme ich da hin. Ja. Und das ist eigentlich, glaube ich, für die meisten wissen. Und haben die da auch Lust drauf? Gemischt, aber wir haben das Glück, wir haben einen sehr guten Professor. Und es wird immer mit Praxisbeispielen gelehrt, insofern. Ja. Perfekt. Also die Verknüpfung von Praxis mit Prüfungen scheint da tatsächlich ein wichtiges Element zu sein. Ich habe zum Beispiel, als ich noch sehr jung war, wollte ich gerne Gymnastiklehrerin werden. Und da hat mir meine Sportlehrerin gesagt, im Gymnasium, dann müsste ich Sport studieren und dann müsste ich aber auch schwimmen. Da habe ich das gelassen. Weil das Schwimmen habe ich nicht eingesehen. Also der Beruf hat sich mir sozusagen für die Praxis noch nicht erschlossen damals. Ne? Und so bin ich dann Sozialwissenschaftlerin und Pädagogin geworden. Ist auch schön. So, die Anforderungen der Gesellschaft an die hochschulischen Fächer. Dazu braucht es interne Güter der Fächer. Also was wir gerade herausgestellt haben, dass man Arbeitsplätze schafft, dass man Konsumverhalten kritisch hinterfragt, dass man Statistiken versteht, damit man überhaupt die Bewegung in der Gesellschaft auch mal abstrakt versteht. Und die internen Güter der Fächer, das ist ein Ausflug in die Philosophie, bedeutet für die Lehre und die Prüfung, Lehrende stellen heraus und Studierende erleben die Werte der wissenschaftlichen Fächer, die der Gesellschaft in den Berufen bzw. Professionen für Studierende ausgebildet werden, zu einer besseren Praxis verhelfen sollen. Die Gesellschaft soll eine bessere Praxis durchführen können, vollziehen können. Und die Studierenden werden dazu ausgebildet. Dazu gibt es Berufe und Professionen. Und das ist der Sinn und Horizont des gesamten Studiums. Und auch wenn man Statistik pauken muss, ja, und es hasst, ist es aber trotzdem ein Wert und ohne das geht es nicht. Die Konstruktion der Prüfung geschieht unter anderem mit der Absicht, die Studierenden in die Praxis der Fächer als Community of Practice zu integrieren. Also die Studierenden, die diesen bestimmten Studiengang Public Management studieren, wollen oder sollen später ein Mitglied einer Community of Practice werden. Und dazu braucht man alles, auch Statistik. Durch angemessene Lehre und Prüfungen entfalten sich die Güter und deswegen kann man Lehre auch als Wissenschaftspraxis bezeichnen. Ich habe Ihnen jetzt nochmal den Praxisbegriff eines schottischen Philosophen mitgebracht, McIntyre, der sagt, eine Praxis ist eine sozial begründete Aktivität in einer Gemeinschaft. Jetzt kommen wir auf die Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden nach Humboldt, die von Regeln, Traditionen, Leistungskriterien und Werten geleitet ist. Ich finde, da ist alles drin. Es gibt Regeln im Studium, es gibt eine Tradition in den Fächern und auch in den Vollzügen des Semesters. Es gibt Leistungskriterien, selbstverständlich, das steht dann im Niveaustufenmodell. Und es gibt die Werte. Und die werden oft nicht sichtbar. Das ist meine These. Entweder geht es im Alltag verloren, oder man hat das Gefühl, das ist doch so gelabert. Oder dann verscheuche ich die Studierenden gleich, wenn ich da von Werten spreche. Aber genau diese Werte sind das, was das Studium eigentlich wertvoll macht. Und warum wir auch akademische Bildung und Ausbildung brauchen. Die Werte der Praxis kann man nur erfahren und auch nur verwirklichen. Also man kann nur Arbeitsplätze schaffen oder Konsumverhalten, das uns bald die Umwelt kostet, kritisch hinterfragen, wenn man als Mitglied der Gemeinschaft agiert. Das heißt also, wenn wir jetzt nochmal metaphorisch die Lehr- und Lerngemeinschaft nehmen, dann muss man sich da schon als Mitglied fühlen. Auch die Studierenden selbstverständlich, weil sonst haben die keine Lust, sich da so anzustellen für Dinge, deren Sinn sie nicht verstehen. Die Werte in Bezug auf die Lehre können Lehrprofile von Fakultäten, Lehrkulturen,
der ganzen Hochschule und auch Lehrstrukturen, also die Möglichkeiten, wie Lehre eingegossen wird in Formate und so weiter, in Blockung, das kann verändert werden. Das heißt also, interne Güter als Motivation und Lerngegenstand sind das, was die Praxis auszeichnet und was Menschen auch an der Praxis wertschätzen. Das heißt also, wenn Studierende die Leistung in Statistik bringen, dann müssen sie wertgeschätzt werden, weil sie etwas, sie sind auf dem Weg, etwas Wichtiges für die Gesellschaft zu tun. Durch keine andere Aktivität können die Güter erlebt und verwirklicht werden und deshalb tauchen Studierende idealerweise im Rahmen der Lehrveranstaltung in sozial begründete, kooperative Aktivitäten einer Community ein. Diese Aktivitäten sind durch fachliche Traditionen und Regeln charakterisiert und sie beruhen auf disziplinierten Leistungskriterien. So, wenn wir jetzt sagen, diese regelgeleitete Praxis erlaubt den Studierenden, bestimmte Fähigkeiten und menschliche Qualitäten zu erwerben, die ihnen dabei helfen, sich erfolgreich auf eine Prüfung vorzubereiten, dann muss Prüfung und Praxis aufeinander bezogen sein. Zusammengefasst bedeutet das, These 3, gelernt wird, was geprüft wird, wenn die Lehrenden und prüfenden Fachvertreter die Studierenden authentisch erleben lassen, wie sie drängende gesellschaftliche Fragen bearbeiten können und wofür die Gesellschaft sie als Absolventen und Absolventinnen brauchen wird. Wie können Sie aus den Fächern heraus mit Ihren Studierenden eine gemeinsame Wissenschaftspraxis implementieren? Und können Sie das Bildungsanliegen der Studierenden mit Ihrem eigenen Anliegen an Ihr Fach verbinden? Oder haben Sie das Gefühl, Sie stehen vor der brüllenden Nordsee? Wie machen Sie das? Ja? Ich kann vielleicht ein Beispiel erzählen bei der Uni. Ich bin von der sozialen Arbeit in der Schweiz und wir haben die Studierenden auch in der Praxis während dem Studium und dort bringen sie Ideen mit für Projekte. Mhm. Und dann haben sie eine Frage aus der Praxis und die arbeiten die dann in einem Projekt weiter aus und werden dann quasi bewertet, wie sie den Projektbericht ausgeben. Mhm. Das Ergebnis des Projekts ist nicht so relevant, aber für sie natürlich schon. Ja. Wir merken, dass wenn die Studierenden selber Fragen reden, die sie bearbeiten können, sind sie natürlich auch motiviert. Mhm. Wissen, warum das wir das haben. Ja. Das braucht so quasi die größere Zeithorizonte als nur eine Stunde Unterricht oder so. Ja. Haben Sie die Kollegin verstanden? Nein. Also, es gibt ein Praxisprojekt. Und in diesem Praxisprojekt haben die Studierenden nicht einfach nur den Horizont diese Stunde hinter mich bringen, sondern es geht auf ein Ziel zu, das tatsächlich auch von Gewicht ist, auch für die Studierenden selbst und auch für die Praxispartner. Habe ich das richtig verstanden? Das heißt also projektbasierte Lehre, problembasierte Lehre, forschendes Lernen, auch immer in möglichst realem Kontakt mit einem Teil gesellschaftlicher Problemsituationen, das kann auch simuliert sein, kann aber auch mit echten Menschen passieren. Das sind sozusagen Formate, in denen das, also das authentische Erleben, wofür man gebraucht wird und was die drängenden gesellschaftlichen Probleme sind, wo man das erleben kann. Und ich komme jetzt mal auf Ihren letzten Tag der Lehre zurück und habe da sozusagen nochmal die komplexen Lernformen mitgebracht. Problembasiert, projektorientiert, fallbasiert, forschendes Lernen. Diese Lernformen werden zusammengefasst von Antonia Scholkmann als forschend entdeckendes Lernen. Das heißt, wenn wir forschend entdeckendes Lernen aussprechen, dann haben wir vielleicht so ein Bild von einem Studenten, einer Studentin, die schon in Bewegung sind, die suchen schon was und dann entdecken die was und sind erstaunt und freuen sich. Sie sind dann noch neugieriger und gehen weiter. Das heißt, die sind in Action. Das andere Bild wäre, ein Student oder eine Studentin sitzen und gucken und hören und man weiß nicht, was geschieht bei ihnen. Und deshalb ist es günstig, Lernprozesse an den drei Aspekten Zeit, Intertransdisziplinarität und Naturalismus zu knüpfen. Die Zeit bedeutet, dass der Lernprozess an den bisherigen Erfahrungen der Studierenden ansetzt und am Vorwissen.
Das mag noch so banal sein und unzureichend, aber das ist wichtig, damit die eine biografische Linie erkennen. Wo laufe ich durch und wie entwickle ich mich und wo reichert sich sozusagen der rote Faden meiner Bildung an? Mit relevanten Dingen, die ich lerne und tue. Und das kann durchaus anstrengend sein und ich muss auch schon mal durchhalten, aber es ist wichtig, weil es geht da um mein Wachsen. Das Inter- und Transdisziplinäre bedeutet, dass der Lernprozess nicht nur auf einem Fach aufsetzt, sondern dass verschiedene Disziplinen und verschiedenes Wissen von Partnern, auch Praxispartnern, wichtig ist. Man erkennt dann als Student oder Studentin die Grenzen des eigenen Faches und erweitert seinen Horizont auf interdisziplinäre Art und Weise und ergründet auch die Zusammenarbeit mit anders Spezialisierten. Und das ist ja auch etwas, was die Gesellschaft braucht, dass nicht einer alleine ein Weltproblem löst, sondern dass man darauf angewiesen ist, sich an den Grenzen des eigenen Faches mit anderen zusammenzutun und dann auch eine Bereitschaft, also eine Fähigkeit zu haben, andere Sprachen, andere Begriffe, andere Methoden, andere Paradigmen zu akzeptieren und zu erkennen, das hat auch Wert. Und wenn wir uns zusammentun, wird es nochmal anstrengend und dann wird es noch mehr wert. Naturalistisch bedeutet, dass Lernprozesse ein Dilemma enthalten sollen, also ein Problem, das nicht durch einfache fachliche oder technische Lösungen gemeistert werden kann. Also es darf keine einfachen Lösungen geben. Das ist sozusagen hier nochmal der Kern. Und die Studierenden sollten vor schwierigen Entscheidungen stehen, zum Beispiel ethischer Art. So, wir haben in der Tagungsdokumentation vom letzten Jahr auch einen Aufsatz von Claude Müller-Werder und da habe ich mal diese drei Abbildungen entnommen. Um das nochmal deutlich zu machen, wie das Lernen an authentischen Problemen stattfinden kann. Wir haben das Problem-Based Learning, wo Problemsituation und Lösungsraum geschlossen sind. Die sind vorstrukturiert. Die Studierenden müssen aber auf ihren Lernpfaden trotzdem kreativ werden. Sie müssen Methoden zusammensuchen. Sie müssen entscheiden, welche Methode hilft, welche verwerfe ich, in welcher Reihenfolge gehe ich vor. Das sind schon kognitive, kreative Momente im Lernprozess und es kommt dazu, dass man im Team darüber berät, das heißt also auch in sozialen Bezügen arbeiten muss und sich einigen muss. Wichtig ist hier im Kern, dass Lernen nicht isoliert stattfinden soll, sondern in einem Referenzsystem mit Andersdenkenden. Da dürfen auch Gleichgesinnte dabei sein, aber ich glaube, in einem studentischen Team gibt es immer verschiedene Perspektiven und als Lehrende könnte man auch diese verschiedenen Perspektiven sozusagen anbieten. Und die Studierenden könnten sich für eine der Perspektiven zuständig erklären. Beim Project-Based Learning ist die Problemsituation gut strukturiert, aber der Lösungsraum ist offen. Und da beginnt in der Lehre und dann später auf jeden Fall in der Prüfungssituation eine veränderte Haltung der Prüfer und Prüferinnen. Man kann nicht mehr nach richtig und falsch gehen, sondern man fängt an zu beobachten, wie sind die vorgegangen. Man beobachtet den Weg der Studierenden und man beobachtet, wie sie argumentieren, warum ihre gefundene Lösung gut ist. Das heißt, man löst sich schon von der Kontrolle über das Fachliche, das man vertritt und wird selbst auch zum Teil zum Lernenden. Also Prüfer, die neugierig und erstaunt auf das gucken, was die Studierenden da vortragen als Lösung. Das muss natürlich auch wieder an fachlichen und wissenschaftlichen Kriterien entlang bestehen können, aber die Wege sind weiter offen. So wie es auch später in der Praxis für die Studierenden sein wird. Da können die nicht im Buch nachschlagen, was mache ich denn jetzt, wenn ein Wasserwerk zusammenstürzt, bombardiert wurde. Beim forschenden Lernen in der untersten Folie ist beides offen. Also da formulieren die Studierenden selbst das Problem. Die bestimmen nach bestimmten Vorgehensweisen, was das eigentliche Problem ist. Und dann entscheiden sie sich, mit welchen Methoden sie darin arbeiten werden. Und sie entscheiden auch, was eine gute Lösung ist. Und das ist natürlich die hohe Kunst des Lehrens und Lernens. Aber es ist auch die Form, in der man am nächsten kommt zur realen Praxis und zu den internen Gütern des Faches, die man da auf jeden Fall intensiv
zusammenstellt und braucht. Und damit komme ich zu meiner vierten These. Gelernt wird, was geprüft wird, wenn die Unhintergehbarkeit der Anforderungen durch Prüfungskonstruktionen gesichert wird, die valide, fair, reliabel und ökonomisch sind und durch ihre Struktur und Qualität komplexe Anforderungsimpulse setzen. Die Anforderungsimpulse können wir nochmal mit den Taxonomiestufen erklären. Also ein einfacher Anforderungsimpuls ist: Was ist denn ein Harvesting? Das heißt, ich habe mich 3 Tage vor dieser Tagung vorbereitet und habe gelernt, was ist Harvesting, dann sage ich das. Das ist ein niedriger Anforderungsimpuls. Ein hoher Anforderungsimpuls wäre was? Wie wird Harvesting hier an der Tagung umgesetzt und wozu soll es dienen? Ja, perfekt. Wozu soll es dienen? Was braucht man für ein Womit? Wenn Sie nochmal an diese Was-Womit-Wozu-Struktur denken. Und womit kann es gut gelingen? Womit kann es gut gelingen? Was hat eine Hochschule sonst noch, wenn sie sich entscheidet, bestimmte Lehrstrukturen einzuführen, bestimmte Prüfungsordnungen zu formulieren? Herr Haag? Macht hier jeder, was er für richtig hält, oder ist das sozusagen institutionell? Ich darf mal so frech fragen, ne? Oder ist das institutionell eingebettet in ein Modulhandbuch? Modulhandbücher sind eingebettet in Curricula und Curricula sind eingebettet in gesetzliche Vorgaben. Was noch? Satzungen, genau. Das heißt also, wenn der Prüfling sagen soll, wozu dieses Harvesting an dieser Hochschule genutzt wird, muss er all diese Dinge, die Sie gerade genannt haben, zumindest mal durchgelesen haben, muss sich darüber Gedanken gemacht haben und muss entscheiden können, ist es relevant? Wenn ja, an welcher Stelle ist es relevant? In welcher Reihenfolge, in welcher Systematik muss ich damit umgehen? Und wie kann ich das dann formulieren, sodass es auch tatsächlich die Zielgruppe zufriedenstellt? Für alle Beteiligten ist es schwierig, solche komplexen Lernformen in Prüfungen zu fassen. Und ich komme dann jetzt zur Prüfungskonstruktion in der Kompetenzorientierung. Es gibt natürlich einen Prüfungsauftrag, den haben wir gerade von der Kollegin gehört. Dazu passen muss die Prüfungsmethode, das ist klar. Was für eine Prüfungsmethode könnten wir denn wählen, um das, was wir gerade besprochen haben, tatsächlich auch valide abzuprüfen? Also das einzubetten, das Harvesting eines bestimmten Tags der Lehre in die Hochschulstruktur. Was wäre das für eine Prüfung? Haben Sie eine Idee? Was geht außer Klausur? Konzept schreiben. Bitte? Ein Konzept schreiben. Ein Konzept schreiben, genau. Ein Konzept hat was für Anforderungen? Es muss sich natürlich beziehen auf den Gegenstand. Es hat einen Adressaten. Und es hat auch noch die Rahmung, das Konzept muss wahrscheinlich finanzierbar sein, es muss in einen Zeithorizont eingebettet sein. Das heißt, da passiert schon eine Art von Change Management, das dann in dieser Prüfung auch noch aufscheint. Und das heißt, die Prüfungsmethode muss zum Prüfungsauftrag passen und die Prüfungsauswertung, das haben wir mit dem Niveaustufenmodell kennengelernt, muss selbstverständlich auch dazu passen, zur Prüfungsmethode. Sie sehen hier den dicken Pfeil. Die Prüfungsauswertung muss auf jeden Fall auch den Prüfungsauftrag wieder abbilden können und sich streng darauf beziehen. Da gibt es die Kriterien der Validität. Was bedeutet das? Man fragt sich als Prüfer, prüfe ich eigentlich, was ich prüfen will? Oder gucke ich, was sonst noch so kommt? Oder habe ich überhaupt keine Hoffnung bei diesem Studierenden? Der sagt zwar das Richtige, aber das hat er nicht gelernt. Ich bin jetzt gerade wieder in Ihrer Szene am Anfang. Ne? Das war eine wunderbare Vorlage für mich. Da kann ich jetzt heute Nacht noch von träumen. Es gibt das Kriterium, das testtheoretische Kriterium der Fairness. Das bedeutet die Frage, beurteile ich eigentlich die Handlungen des Prüflings oder beurteile ich die Person des Prüflings? Was halten Sie von Personenbeurteilung? Und wenn Sie die Person beurteilen, nach welchen Kriterien? Sie müsste ich
vorher festlegen. Ja. Können wir Personen beurteilen, bitte? Wenn gesellschaftliche Aspekte überprüft werden sollen, dann muss ich gar nicht erst vom Auf irgendwie beurteilt, weil er dann eher in der Gesellschaft wird. Ja. Und wenn Sie sagen, die Person beurteilen, was meinen Sie dann genau? Wie in der Gesellschaft agieren wird. Agieren. Und dann ist es wieder eine Handlung, würde ich sagen, ne? Ja, bitte, da war noch ein Finger. Ja, ich wollte sagen, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl, wenn ich höre, dass die Person mit dem Dein hängt, das fühle ich nie. Ja, warum? Weil es mir nicht zusteht. Mhm. Warum nicht? Ich beurteile auch nicht meinen Mann oder mein Kind oder meine Mitarbeiterin. Also es ist so, die Person ist nicht das Ganze, der ganze Mensch und das kann ich einfach nicht. Selbst mit sich ausmachen. Mhm. Aber was ich beurteile, meine Studierenden sind auch bitter und ich beurteile die Bitterprofil. Das ist bei mir sehr gut für eine Online-Person, aber da habe ich sich gerne, aber ich sehe, dass sie sich verändern im Laufe des Semesters und das ist beschränkt auf diesen einen Aspekt. Auf das Twitter. Auf das Twitter, ja. Mhm. Ja. Bitte. Ich will mich dort anschließen, ich will einfach alle Personen beurteilen, am besten Rückmeldungen oder Reflexion zu einer Person geben, dass diese Person mal damit anfangen. Ich finde das anders, aber der Ansatz, eine persönliche Beurteilung für Studierende ganz gut aussehen. Ja. Das Problem, was ich sehe, ist, wenn man als Person beurteilen will, dann müsste ich ja den Prüfungsauftrag haben, dass ich die Person ändern kann. Ja. Ja. Und ich würde mir als Lehrerin nie zutrauen, eine Person zu ändern und das dann beurteilen zu können. Also ich glaube, es geht um die Handlungen. Ja. Vor allem, in welchem Fach könnten Sie das, ne? Bitte? Kann man überhaupt Personen beurteilen? Kann man eine Verhaltung gegen eine Ausdruck, gegen eine Handlung beurteilen? Wenn eine Person beurteilt wird, dann würde der maximale Konstrukt so sich selber von der Person. Ja. Genau. Also das war jetzt der Konstruktivismus. Ich kann eine Person eigentlich nicht beurteilen, sondern nur das, was ich von ihr sozusagen konstruiere. Und da kommen wir dann wahrscheinlich in Schwierigkeiten. Das heißt also, die Handlungen, wie die Studierenden agieren, nach bestimmten Kriterien, die sie vorher festgelegt haben und die den Studierenden transparent ist, ist möglich. Das heißt also, das Prüfen an absoluten Kriterien und nicht am Individuum orientiert und auch nicht an der Gruppe orientiert. Das ist sozusagen kompetenzorientiert prüfen. Nur die Handlung. So, jetzt kommen die Finger da war an. Ich wollte eigentlich nur noch mal kurz nachfragen. Ich stimme absolut zu. Ja. Meine Überlegung war, ich habe zwar vorgegeben, welche Handlungen ich beurteilen soll. Wenn allerdings in dem Prüfungsprozess Handlungen auftauchen, die an sich in dieses Kriterium nicht hineinfallen, die aber auf eine bestimmte Haltung der Person schließen lassen. Wie zum Beispiel, wenn mich während der Prüfung jemand mir anbietet, etwas für mich zu tun, damit er dann durchkommt, dann kommt da für mich eine Haltung durch, die zwar an sich nicht Teil einer Prüfung ist, die mich aber dann doch auch in Richtung Person beurteilen lässt. Mhm. Natürlich muss ich immer noch auf das fachliche Wissen eingehen, aber es spielt mit hinein, wie ich das beurteilen werde. Ja, das ist jetzt ein interessanter Fall. Das heißt, Sie bewerten den Bestechungsversuch als Teilleistung und dann geht es arithmetisch in die Note ein. Was ist die Frage? Ich würde die Prüfung abbrechen. Ich würde sagen, Bestechungsversuch ist ein Riesenformfehler. Sie kommen dann bitte nochmal. Bestechung geht nicht. Ja, in dem Fall war es eh einfach, weil alles andere auch nicht passt. Ja, es gibt schon, also Prüfungen, Sie machen das. Monika? Ja, ich möchte die Diskussion aber vielleicht nicht verlängern. Aber du hast ja auch gesagt, dass diese Werte der Community sehr wichtig sind. Ja. Wir wollen ja auch als Teil der gesellschaftlichen Verantwortung und Möglichkeiten in diese Community hineinzuwachsen. Und die Werte, die sind ja dann so wichtig, Ja. Sagen wir, wissenschaftliches Arbeiten. Aber genau da wird es ja dann ganz schwierig, trotz all diesen sorgfältigen Kriterien des Prüfens,
zu erkennen, ist denn diese Wertbehauptung des wissenschaftlichen Arbeitens oder der Sorgfalt in der sozialen Arbeit einer Klientin gegenüber, dann wird es ja noch einmal schwieriger, Bewertungen zu machen, weil die eben sehr nahe bei der Person sind und immer näher in den Kern. Ja. Das heißt eigentlich, wenn wir Studiengänge prüfen, die personenzentrierte Dienstleistungen sozusagen dafür ausbilden, Sozialarbeit, Beratung, auch Lehrerinnen und Lehrer, dann brauchen wir umso strengere Kriterien, weil wir die Studierenden darauf vorbereiten, an lebendigen Menschen zu arbeiten und nicht an Sachen, nicht an Maschinen. Die Kriterien für die technischen Berufe müssen selbstverständlich auch lupenrein sein, aber bei dieser eigenwilligen Dynamik im Zwischenmenschlichen, worauf dann diese späteren Sozialarbeiter angewiesen sind, da braucht es dann scheinbar nochmal eine eigene Systematik an Kriterien und eine große Distanz, innere Distanz, Rollenabstinenz der Prüfer, um nicht doch zu sagen, boah, die wird übergriffig, wenn die Klienten vor sich sitzen hat, das geht überhaupt nicht. Nein, sondern sagen, was ist ein Übergriff in einem Beratungsgespräch, woran kann man den erkennen? Es ist im Grunde genommen ein diagnostischer Auftrag und zu diesem diagnostischen Auftrag braucht es eine passende Erhebungsmethode. Das ist eigentlich das Geheimnis. Ja, bitte. Ja, wenn ich da noch mal nachhaken darf, wie ist der Unterschied, den Sie gezeigt haben, zwischen dem Sozialberuf und einem technischen Beruf? Denn auch im technischen Beruf werden die Studierenden mit Menschen gemeinsam arbeiten und auch dort ist dieses Verhalten genauso wichtig, weil ich kann ja keinen Unterschied machen, ob er sich nicht konform mit Werten verhält, jetzt in der sozialen Arbeit mit Menschen gegenüber, wenn der Mensch der Kunde ist, oder in einem Team, wenn der Mensch vielleicht der Kollege ist. Da kann das keinen Unterschied machen. Da haben Sie selbstverständlich recht. Was die Berufe direkt am Menschen anders vor sich haben als Herausforderung, ist, dass die auch Eingriffe in das Leben, in das persönliche Entscheiden und so weiter nehmen dürfen. Man kann Kinder aus Familien holen, so mit Polizeibegleitung. Das sind diese Momente, in denen es nochmal darauf ankommt, dass da nicht die eigenen unreflektierten Machtbedürfnisse mit durchkommen, ja? Dass man sich da besonders reguliert. Das war keine Abwertung der Werte der technischen Fächer, sondern es ist nochmal eine Eigentümlichkeit der personenbezogenen Dienstleistungsberufe. Aber auch nur der Hinweis, dass eben diese überfachlichen Qualifikationen genauso in der Technik wichtig sind, um hier auch besonders den Auftrag hier haben, diese sicherzustellen. Genau. Und was man auch natürlich sagen kann, ist, dass die technischen Berufe auch selbstverständlich in das Leben von Menschen eingreifen können, nur nicht direkt, sondern im Ganzen, also Technologiefolgen und so weiter. Da haben Sie recht, danke. So, wir gucken nochmal auf die Reliabilität. Da stellt sich die Frage, trenne ich eigentlich Beobachtung von Bewertung oder sehe ich ein Prüflingsverhalten und denke, ach komm, das wird jetzt. Das heißt also, mit Hilfe des Kriterienrasters oder des Niveaustufenmodells nehme ich erstmal wahr, was habe ich gesehen. Dann setze ich mich in Ruhe hin, schaue in meine Spalten und die empirisch nachvollziehbaren Beschreibungen der Handlungen für eine 1, für eine 2, für eine 4. Und dann bewerte ich erst. Also zwischen Beobachtung und Bewertung braucht es einen Schritt, damit nicht schnell etwas nicht verlässlich bewertet wurde. Und damit es keine Trostpunkte und keine Fleißsternchen gibt. Auch das müsste man im Grunde genommen, davon müsste man Abstinenz halten. So, und dann das Ganze ist nochmal gekrönt von der Frage, ist es eigentlich alles realistisch zu schaffen? Sie kennen auch die Frage, mache ich denn jetzt mündliche Prüfungen? Das wäre eigentlich die angemessene Prüfungsmethode. Ich habe aber dieses Semester so viele, da sitze ich noch nächstes Jahr in den Prüfungen. Dann gibt es die Frage, kann ich eigentlich mit den Studierenden in diesem Semester so eine komplexe Lernleistung schaffen und die dann auch von mir aus in einer Klausur prüfen? Da kommen die Studierenden vielleicht ins Schwitzen, weil es so schwierig und so viel ist und so viel Reflexion bedarf,
dass das im Semester einfach Überforderung darstellt. Das sind also vier wichtige Fragen an Prüfungskonstruktionen, die in der Regel nicht alle erfüllt werden können. Es geht immer was hinten rüber. Was geht bei Ihnen meistens hinten rüber? Wenn Sie sich diese vier Fragen stellen, was hinkt so ein bisschen hinterher, was schafft man nicht? Ja? Das realistisch zu schaffen, also es ist eigentlich immer der Stoff mehr, als man zeitlich unterbringt, inklusive Fernlehre. Ja, der Stoff ist zu viel. Gut, Stoff können wir doch reduzieren, oder? Nein? Man hat ja Vorgaben, was sie nachher alles können sollen. Ja, und was könnten Sie tun in Richtung Ökonomie? Bitte, es gab hier einen Vorschlag. Prioritäten setzen, ja. Ginge das? Ja, oder also normalerweise, ich gehe sofort und versuche, einen Überblick zu schaffen, dass man die Struktur versteht und dann halt beispielhaft einzelne Teile rausnimmt, weil man nicht alles machen kann. Ja, super Idee. Es gab noch andere Finger? Nicht mehr. Gut. Wenn wir also diese vier Kriterien sozusagen beachten in der Prüfungskonstruktion, dann können sich Studierende und Lehrende eigentlich verbindlich mit Lernen und Lehren auseinandersetzen und sind dann nicht in Stress und schaffen es nicht. Weil das, wenn die Ökonomie nicht stimmt, dann wird die Prüfung, die sowieso schon belastet ist als Interaktionsmoment, dann wird es noch stressiger. Ja. Dann steht man in der Prüfung und macht es wie Wolfgang. War das Wolfgang für ihn? Ja. Er hat es gerade noch gewusst und dann ist es weg. Ja? Ich kann nur sagen, das ist jetzt nur ein Beispiel, wie ich es mache. Ich lasse die Studierenden vorneweg zu dem Stoff, den wir durchnehmen, schon die Fragen formulieren, von denen sie glauben, dass sie am wichtigsten für das Fach wären und die sie eigentlich auch glauben, dass sie nachher können sollten. Dann habe ich einen großen Pool. Ja. Ich sage, es darf nicht doppelt kommen, also sie müssen sich damit. Sie lernen dann eigentlich eh schon genau das, was sie lernen sollen. Und dann kann ich einfach nur schauen, fehlt etwas, müssen wir irgendwo vertiefen. Und dann kann mir nachher auch niemand sagen, dass das hätte man nicht lernen sollen, weil sie haben sich mehr oder weniger ihre Fragen selbst erstellt. Ja. Praktisch, gut. Es ist keine Zeitersparnis. Man muss trotzdem alles durchgehen. So, was machen wir eigentlich beim innovativen Prüfen, was ist da zu beachten? Es gibt vielerlei Beobachtungen, dass in Inverted Classroom, Blended Learning, Flipped Classroom und so weiter das Prüfen nochmal eine besondere komplizierte Lage aufweist. Und wenn Lehrende innovative Prüfungen mit Begeisterung und Motivation einsetzen, dann lassen sich auch Sinnhorizonte finden, die bisher in den traditionellen Lernergebnissen gar nicht vorgekommen sind. Das ist das Gute daran an innovativen Prüfungen. Wenn die aber eingesetzt werden, dann produzieren die in der Regel auch sehr kreative Leistungen und die sind an dieser Stelle vielleicht gar nicht intendiert. Also wenn Sie Studierende in komplexen Lernformen, im forschenden Lernen, im projektbasierten Lernen losschicken, innovative Lösungen finden und Sie prüfen das auch innovativ, dann finden Sie so viele Leistungen vor, die Sie gar nicht intendiert haben. So, jetzt ist es wichtig, diese Überschussleistungen nicht das eigentliche Ziel stören zu lassen. Und die Validität der Prüfungskonstruktion nicht zu mindern. Und im ökonomischen Setting sollte das Ganze auch besonders ausgeglichen sein. Also wenn Sie sehen, dass Studierende sich im forschenden Lernen verrennen und mit Leidenschaft an einer Sache arbeiten, die aber einem intendierten Lernergebnis vorbeigeht, da kommt das Feedback ins Spiel, ja? Dass man sich regelmäßig trifft in Abständen und auch ein bisschen den Blick behält, wohin läuft die Kreativität der Studierenden. So, was verlangt es Studierenden kognitiv, emotional und motivational ab? Es ist oft mit ungewohnter Selbstorganisation verbunden. Wo und wie sind die zu erlernenden und zu prüfenden Gegenstände fachlich und methodisch im Fach verankert? Oder ist es so innovativ, dass das Fach das noch gar nicht kennt?
Wie gehen Sie mit nicht intendierten kreativen Leistungen um? Und bleibt die Prüfungskonstruktion bei allem kreativen Überschuss valide und ökonomisch? Ich komme damit zu meiner letzten These. Gelernt wird, was geprüft wird. Wenn die Prüfungskonstruktion und ihr Funktionieren von einer Beziehungsgestaltung Lehrender und Studierender zwischen geplanter Überforderung und orientierender Sicherheit getragen wird. Wenn wir nochmal auf diese Szene von Daniel Al-Kabani schauen, ich glaube, die Überforderung wird klar. Aber davon abgesehen, Beziehungsgestaltung, Überforderung und Sicherheit, das hört sich kompliziert an, aber es geht. Meines Erachtens, wenn man eine gewisse Haltung zu Lehren, Lernen und Prüfen hat und wenn die Studierenden von Ihnen zu Beginn des Semesters gesagt bekommen, es ist hier komplex, mit weniger Komplexität geht ein Hochschulstudium nicht und dieser Lernprozess ist sehr anspruchsvoll, aber Bluffing wird scheitern. Also man kann das, den Anspruch nicht unterlaufen, weder der Lehrenden noch die Studierenden. Der Lernprozess wird klar und zielorientiert gesteuert, das heißt, es ist auch immer klar, was zu tun ist. Es gibt keinerlei versteckte Anforderungen und niemand ist hier alleine. Mit diesen vier Botschaften kann man meines Erachtens eine Beziehungsgestaltung, eine Allianz auf Zeit mit einem hohen Anspruch schaffen. Und ich will jetzt noch mal kurz auf asymmetrische Allianzen eingehen, die eigentlich bedeuten, dass Lehren, Lernen und Prüfen eine lebendige Lerngemeinschaft auf Zeit sind und auch darauf angewiesen sind. Man braucht Einladungen an die Studierenden, man braucht Augenhöhe, die muss man methodisch reguliert herstellen in der Asymmetrie. Man braucht Rollenklarheit, also wann sind Sie Prüfer, wann sind Sie Berater, wann sind Sie guter Zuhörer. Man muss seine Macht reflektieren durch die Lizenz zum Prüfen und man muss die schwächere Lage der Studierenden antizipieren. In der Charta guter Lehre, die immerhin von 2013 ist, heißt es schon, eigenverantwortliches, aktives und nachhaltiges studentisches Tiefenlernen soll das bewirken und das Oberflächenlernen verhindern. Durch eben diese Konstruktion aus gesetzten Lernergebnissen, in Aussicht gestellten Prüfungsformaten und geplanten Lehr- und Lernaktivitäten. Was es aber braucht, ist, dass Ziele vom Studiengang und Modul möglichst klar formuliert sind und eigene Beiträge der Studierenden zur Erreichung deutlich gemacht werden und dass es eine curriculare Abstimmung mit dem Kollegium und eine sorgfältige kollegiale Reflexion zu Vor- und Nachteilen des Curriculums inklusive Lehrformate, Prüfungsformate, Learning Outcomes etc. gibt. Und wenn das so geschieht, dann können Lehrende staunend und erfreut darauf schauen, was ihre Studierenden zum Fach, zur Gesellschaft und zur Arbeitswelt beitragen. Und die Studierenden können wirklich darauf vertrauen, dass sich die vielen Mühen in der wissenschaftlichen Bildung und Ausbildung lohnen. Und damit bin ich am Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.